Hallo Leute, was noch war's mal wieder hier und heute mal wieder Zeit, ein extremst geiles Ding vorzustellen, und zwar von André Demko, das AD15. So schaut das Ding einmal aus. Ja, was haben wir hier? Gehen wir mal die Daten durch, für die Datenfanatiker unter euch auf die Karten. Wir haben hier ein Gewicht von rund um die 180 Gramm, Klingenlänge 9 cm. Die Klinge ist in diesem Fall aus 20 CV Stahl und als Griffschalen haben wir bei diesem Modell jetzt ein Mikata. Sonst Titan, Scorpion Lock und im Prinzip ja das gleiche eigentlich wie beim Cold Steel AD15. Im Prinzip eigentlich alles dasselbe, aber doch nicht ganz. Hier die bekannte Version von Cold Steel selbst. AD15 wegen André Demko heißt das Ding, habe ich ja schon vorgestellt, und man muss sagen, das ist wirklich mittlerweile eins meiner hauptgetragenen Messer. Weil einfach dieser Scorpion Lock so lässig ist, mit beiden Händen, ist absolut fix. Ja, da rührt sich nichts. Damit kannst du werfen, das mache ich auch ziemlich oft. Und andere Sachen, taktischen Bereich eigentlich hauptsächlich bei mir in Verwendung, weil ich mich da wirklich verlassen kann drauf, mit beiden Händen das Ganze bedienen kann. Also, geiles Ding einfach. Und hier der Ferrari des Ganzen, nur in schwarzer diesmal, nämlich das Original von Demko selbst. Hier Unterschiede, in Sachen Daten hat man eigentlich fast keine. Man hat einen anderen Stahl. Hier haben wir den S35 VN. Bei der Cold Steel Light Version haben wir den den Aus 10 A-Stahl. Hat alles gut hin. Hier haben wir eben G10 Griffe. Gibt es bei Demko auch mit G10 Griffen. Ja, Gewicht, Masse, im Prinzip alles komplett gleich. Also vielleicht gibt es da ein paar Mikrometer Unterschied oder so. Aber im Prinzip ist das einfach nach den Plänen von Demko gebaut. Und das war's. Hier natürlich ein gravierender Unterschied, nämlich hier haben wir Titan bei diesem Scorpion Lock, wo wir hier eben aus einem Stück gefrästes Aluminium haben, was auch komplett passt. Also im Prinzip mit dem Ding, das reicht für alles. Wirklich geilstes Viech, sehr zu empfehlen. Hier das ultra geile Viech, nämlich das Ganze in Demko-Qualität, und obwohl das Cold Steel AD15 schon geil ist, habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, sind wir hier von der Haptik her, von der ganzen Bedienung nochmal drüber, aber das ist jetzt nur für die kompletten Irren spürbar, kann man sagen, dass einem vorkommt, dass hier die Toleranzen nochmal um 0,000 irgendwas irgendwie besser sind. Vielleicht fühlt sich auch das Titan besser an hier herum beim Lockbar, aber es fühlt sich noch einmal wertig an. Aber wie gesagt, reicht völlig. Ja, wir haben hier ein bisschen von der ganzen Verarbeitung her vielleicht noch minimale Unterschiede, die man noch sieht, nämlich bei diesen Chimpings hier heroben haben wir hier nicht unangenehm, aber ein bisschen scharfkantiger die Ecken. Und hier ist das Ganze nochmal ein bisschen abgerundet. Falls man das überhaupt sieht. Beim Lockbar selber, also bei dem Scorpion Lock, haben wir hier, wie man sieht, ein bisschen mehr Abstand. Ja, was sich jetzt ein bisschen auswirkt vielleicht, aber
nicht viel. Vom Action her traumhaft, smooth, und man merkt wirklich, hier ist überhaupt null Spiel bei diesem Ding. Hier, das geht auch darum so leicht, muss ich dazu sagen, aber weil ich mir hier die Feder auch schon gekürzt habe, ist einfach lässiger vom Action her für mich. Diese Feder, die hier drinnen ist für den Scorpion Lock, um zwei Umdrehungen kürzen. Und dadurch ist der Action natürlich dann spitzenmäßig. Überhaupt kein Unterschied in Sachen Stabilität. Also ich halte jetzt den Scorpion Lock hier nicht. Wie gesagt, ich werfe mit diesem Ding und mache grauslichste Sachen damit. Da ist mir nichts zu schade. Und verträgt das alles ohne irgendein Problem. Hier, die Feder ist nicht geschwächt, aber der Action schon eigentlich ansatzweise gleich, unter Anführungszeichen, aber irgendwie noch smoother. Geiles Viech einfach. Ja, hier haben wir im Gegensatz zum Cold Steel, hier ist das Ganze aus einem gefräst, dieser Scorpion Lock. Und hier ist das Ganze mit Bolzen vernietet, oder wie man dazu sagt, verstiftet. Also hier ist es nicht aus einem gefräst, sondern eben drei Teile. Jo, wollte ich das Ding mal auch herzeigen. Wie gesagt, kriegst du sowieso nicht. Absolut geile Version dieses Ganzen. Danke an den Nico. Geiler Typ. Aber wie gesagt, wenn ihr einfach diesen Scorpion Lock mal ausprobieren wollt oder sagt, ja, das war jetzt schon geil, das Ding. Das normale Cold Steel. Und das kann auch das Light sein, wenn man budgetfreundlicher arbeiten will. Absolut zu empfehlen. Für Arbeitsmesser, taktisches Messer, was auch immer. Und wenn ihr die Feinspitze seid und die Gourmets, und sagt, okay, da geben wir halt mal ein bisschen mehr aus, wenn ihr es überhaupt kriegt, weil das ist nicht leicht zu finden. Dann ist klar, dann kann der Scorpion King, wie man das Ding da nennt, durchaus ins Haus. Gut, dann sage ich, Osten, was war's mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Das abonnieren, das ganze Zeug überhaupt. Wenn nicht, dann tatsächlich nicht. Dann versäumt etwas. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.